Also gerade am Samstag wollte ich ja eigentlich meinen Check auscashen und war dann aber leider zu spät. Die hatten schon längst zu. Das war am Samstag, glaube ich, und samstags machen die halt früher zu. Ja, im Übrigen habe ich einfach mal dem Fabian vertraut und meinen Helm hier gelassen und tatsächlich hat niemand geklaut. Ich habe meinen Check ausgecashed nun und wollte dann dabei auch direkt ein Bankkonto eröffnen hier bei Nevada State Bank, aber da gab es so 3-4 verschiedene Formulare, die ich auszufüllen habe und man muss sich für ein Formular entscheiden und man muss das Richtige wählen und bla bla bla. Und der meinte, es wäre besser, wenn du in deinem Fall, da du kein Amerikaner bist, es wäre besser, wenn du da vorher mit jemandem drüber quatschst, weil er darf mir nicht sagen, welches das Richtige ist. Und ich Idiot lass meinen Rucksack da einfach mit Geld liegen. Naja. Für mich geht's jetzt erstmal zum Rio, denn was da passiert, erzähle ich euch einfach gleich. Life moves pretty fast. It's not about personality matrix holes and charts. It's all about the bumps in your heart. Wer sich die Vlogs vom letzten Jahr angeschaut hat, der weiß, dass wir im Rio immer zum Spa gegangen sind. Ja, der Bijan hat so eine, ich glaube, das war die Diamond Card gehabt von der Caesars Gruppe und deswegen konnten wir da umsonst zum Spa. Und normalerweise ist deren Spa, glaube ich, auch nur für Hotelgäste. Das meinte der Bijan einfach mal, wenn du zum Spa willst. Also der hat die Diamond Card nicht mehr. Der meinte aber, du kannst es trotzdem versuchen mit deiner goldenen Karte und dann zahlst du halt, glaube ich, so $20 oder was auch immer. Also ich werde es jetzt mal versuchen, denn ich hätte auf jeden Fall Bock, eine Runde im Spa zu entspannen, eine Runde Sauna und Dampfbad und also Dinge. Und ja, mal gucken, was passiert. Gestern war ja eigentlich mein Day Off und dann doch wieder nicht. Die cruisen da einfach mal so rum. Ich habe den ganzen Tag gepennt, weil ich brauchte echt mal einen Schlaf. Ich war auf jeden Fall richtig kaputt. Ich habe die letzten paar Tage oder Wochen sogar einfach zu wenig geschlafen, unkonzentriert und müde am Tisch gewesen, was auch dazu geführt hat, dass ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Gestern habe ich gepennt und gepennt und gepennt, habe mich immer wieder hingelegt und bin immer wieder für ein paar Stunden eingeschlafen. Das Problem ist, ich kann nicht durchschlafen. Ja, jedenfalls habe ich einen Schlaf nachgeholt, bin dann nachmittags irgendwann zum Gym, wollte mich da anmelden und es hätte $20 gekostet mit allen Geräten, Laufbändern, also ein Gym halt, sogar mit Pool und Sauna. Das ist ein neuer Laden und das einzige Problem, was ich hatte, ich konnte mich nicht anmelden, weil ich keine Debitkarte habe, also keine EC-Karte. Eine deutsche habe ich zwar, aber keine amerikanische. Ja, Gym muss warten. Sind wir im Spa, Leute, drückt uns die Daumen. Das jetzt klappt. Now there's a fee to use the spa. Okay. It is $30. Right. And you will just get a local discount. And today that's 30% off. So I think this, it'll come out to $29. Okay. I'm texting you and myself. Okay. It's Nojan. Nojan. Yeah, this is my first name, Nojan. Dorson, D-O-R-S-O-N. Spa hat super gut getan, Leute. Sauna und so weiter. Ich war, glaube ich, zweieinhalb Stunden ungefähr da, ja. Und ja, brauchte ich auf jeden Fall. Das ist super cool. Der Kerl, der dort arbeitet, der heißt Joe, der kannte mich sogar, also vom letzten Jahr noch. Habe ich erkannt und hat direkt auf meinen Namen noch wusste er sogar. Hat dann immer wieder rumgebrüllt, Nojan, brauchst du noch irgendwas? Und ja, die bringen einem halt noch so Getränke und so weiter, alles ist for free da. Da braucht man nicht mal Handtücher oder so mitbringen. Alles ist for free in dem Laden, Getränke, ja, Handtücher, Duschgel, Deo, Haargel, alles ist am Start.
Und hat auf jeden Fall gut getan. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, denn ich bin auf meinem Weg zu Texas de Brasil. Hab einen Tisch reserviert, Fabian ist auf seinem Weg. Und ja, jetzt wird gleich erstmal fett gegessen. Angekommen bei Texas de Brasil. Von Fabian noch keine Spur, ich werde aber schon mal reingehen. It's not about personality matrices and charts. It's all about the bumps in your heart. Also jeder, der mal nach Vegas kommt, unbedingt da vorbeischauen und unbedingt einen Nachtisch bestellen. Ich habe mir noch einen Kuchen gegeben. Also das Fleisch und so weiter, alles war perfekt. Und Nachtisch. Ich glaube, ihr wisst, wo wir sind. Mandalay Bay, Leute, wir sind auf der Warteliste für 1-3. Das Besondere an Mandalay Bay 1-3 ist, es ist anders wie die 1-3-Spiele, die es sonst so auf dem Trip gibt. Dieses 1-3 hier spielt sich schon fast wie ein 5-10. Da gibt es ein Max-Buy-In von 1000, also auf dem Strip. Die ganzen 1-3-Spiele haben Max-Buy-In von 300. Hier ist Max-Buy-In 1000. Dann kommt noch dazu, dass nur reiche Business-Leute da am Start sind und jede Hand gestraddelt wird. Also manchmal vereinbart man halt einfach am Tisch, dass das in jeder Hand gestraddelt werden muss. Also wird da 1-3-6 gespielt, theoretisch. Und ja, alle sitzen deep da und gibt auf jeden Fall ganz viel Action. Wir sind auf der Liste. Ich bin gerade auf dem Weg zum Poker Room. Mal gucken, was passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt hatte, aber als ich im Rio war, hatte ich ja angefangen zu erzählen, dass ich gestern halt den halben Tag gepennt habe, dann eigentlich zum Gym wollte und ich mich nicht anmelden konnte. Jedenfalls habe ich den ganzen Tag gechillt und relaxed gestern, war dann nochmal schön essen und habe dann doch noch eine Session gespielt, die mit einem Plus von $300 beendet. Und ja, heute Session im Mandalay mit einem Plus von $150 beendet. Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht lange gespielt, 2,5 Stunden. Ich bin seit heute Morgen unterwegs, ich bin wieder müde und ich möchte nicht müde da an dem Tisch sitzen. Wir hatten einen mega Action-Tisch. Die Fische sind aber leider alle broke gegangen und ich nenne euch ein Beispiel, der raised einer auf 12, gibt einen Caller 12. Einer von diesen Aggro-Racks, also dem ist halt alles scheißegal eigentlich, der raised auf 24. Gibt einen Call 24 und der Original Open Racer raced dann nochmal auf 70. Call 70, noch ein Call 70 und jetzt raced ein ganz anderer auf 140. So immer nur doppelt, also die doppeln halt die ganze Zeit auf. Und ja, der andere, der Original Open Racer pusht jetzt mit $400 oder so. Der die ganze Zeit nur gecallt hat, raced plötzlich auch all in, der hat da über $1000 vor sich gehabt. Und ja, einer foldet, der andere foldet auch, zeigt aber noch Pocket 5er. Der hat auf 140 graced einen Pocket 5er einfach unnötigerweise. Und ja, im Endeffekt ging es dann rein, Könige gegen Asse. Und Pocket 5er hätten die ganze Sache dann gewonnen. Lange Rede, kurzer Sinn, war auf jeden Fall ganz viel Action und ganz viele Bananenspieler. Aber die Bananenspieler sind dann weg gewesen, saß dann im Endeffekt nur noch mit den Racks da. Und ja, $150 plus, ab nach Hause, Vlog schneiden. Morgen wird außerdem ein langer Tag. Wir wollten früh aufstehen, um eine fette Tour zu starten mit Fabian. Der wollte noch zu seinem Militärstützpunkt da vorbeifahren, weil er irgendwas besorgen muss. Jedenfalls sind wir morgen den ganzen Tag unterwegs und ich wollte früh aufstehen. Ja, vielen Dank Leute fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommentieren, vielen Dank fürs Liken und nicht vergessen, abonnieren. If you like this video, please share this video, leave a comment below and hit the thumbs up button. Also check out Mr. Dawson on pokermarket.com.